Den Fehler, würde der Kräuter sagen. Und wie komme ich auf den Gedanken? Letztens hatte ich einen Call mit jemandem, der mit mir zusammenarbeiten wollte. Ein Softwareentwickler, sehr senior, hat einen guten Tagessatz, einen guten Stundenlohn, möchte aber ganz gerne Unternehmer werden, skalieren und letztendlich eine richtige GmbH aufbauen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, jetzt ist gerade die Faschingszeit, ja, möchtest du ein paar Tage Urlaub machen, telefonieren wir nochmal in der Woche. Dann habe ich in der Woche nochmal angerufen, haben wir nochmal gesprochen, da hieß es, naja, gut, jetzt ist gerade aktuell Ferienzeit, ja, und ich habe ja ein paar kleine Kinder, ja, und da gehen wir jetzt erstmal auf Mallorca eine Runde Urlaub machen, ja, und ja, dann buchen wir uns ein Hotel und dies und das und jenes und so weiter und dann können wir nochmal drüber sprechen, ja, für eine Zusammenarbeit, ja. Und warum habe ich hier diesen Spruch von Dirk Kräuter rausgehauen, den ich sehr, sehr gut finde, denn wenn du sozusagen den Fehler gefunden hast, dann ist die Berichtigung nur noch ein Katzensprung. Im ersten Call, und da habe ich mir wirklich viel Zeit genommen, hier auch eine Strategie, by the way, ich biete immer noch kostenlose Strategie-Sessions an, aber letztendlich bemühe ich mich dort schon mein Bestes zu geben, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr, sehr selektiv geworden. Und in diesen Strategie-Session, die man sich bei mir bei Klein Marketing ja buchen kann, die ich sehr häufig auch noch selber wahrnehme, ja, da war es eben so, dass dann letztendlich am Ende des Tages dann so, sagen wir, die Ausrede, ja, oder der Einwand, sozusagen, ja, es ist kein Geld vorhanden, ja, also sozusagen, es wurde dann um gewisse Summen eben des Investments, also ich habe gesagt, du versuchst halt einfach mal mit Google Ads, investier da mal 2.000, 3.000 Euro, ja, oder hol dir mal einen Top-Akquisiteur, so wie bei Klein Marketing, ja, der vielleicht nur 2 Stunden am Tag Akquise macht, ja, mit den richtigen Daten, mit dem richtigen Leitfaden, mit der richtigen Herangehensweise, der richtigen Erfahrung, kannst du da locker hier 250.000 als Solopreneur machen im Jahr. Ja, das ist überhaupt kein Thema als Softwareentwickler. Wenn du es richtig anstellst, wenn du erfahren, wenn du sozusagen die Kompetenz mitbringst, dann brauchst du nur noch sozusagen einen komplementären Partner, so wie uns bei Klein Marketing, dann ist es eigentlich gar kein so großes Problem mehr. Aber natürlich musst du uns auch erstmal ein bisschen Geld überweisen, damit wir natürlich auch unsere Rechnungen zahlen können, unsere Miete und unsere Leute. Ja, und dafür wäre kein Geld da gewesen. Ja. Und auf der anderen Seite wird Urlaub gemacht, auf der anderen Seite wird, ja, mit der Familie geht es nach Mallorca und was weiß ich. Und das ist eben das, wo ich sage, okay, finde den Fehler. Ja, da würde ich nochmal ganz gerne einfach Dirk Kräuter zitieren, finde den Fehler. Denn was auf gar keinen Fall geht, du kannst nicht das Leben eines Angestellten führen, ja, Urlaub machen und immer schon viel Zeit für die Familie haben, ja, zur Ferienzeit mal einfach ein paar Wochen gar nichts machen. Ja, das ist das Leben eines Angestellten. Möchtest aber gleichzeitig den Verdienst und den Erfolg eines Unternehmers. Und das geht halt nicht. Das ist halt ungefähr so, als wenn ich gleichzeitig Porsche und VW fahren wollen würde. Geht nicht. Ich kann nicht im VW Golf und einen Porsche 911er gleichzeitig fahren. Das geht nicht. Ja, das ist genauso, wie wenn du einfach nicht gleichzeitig 2 Frauen haben kannst. Ja, das geht halt einfach nicht. Der Mann kann nur 1 Frau jeweils haben. Ja, und das ist auch ein Mythos. Ja, also es gibt ja so ein paar Männer, die sagen, ja, ich hatte hier 2 Frauen gleichzeitig oder 3 Frauen gleichzeitig. Ja, so, wirklich hast du immer nur 1 Frau gleichzeitig, weil ja, der Fokus ist immer nur auf einer Frau, aber gut, ein anderes Thema. Aber vielleicht ist Autos ein ganz gutes Beispiel, ja, VW Golf und ein 911er Carrera, 911er halt Sportwagen. Du kannst nicht das Leben führen wie jemand, der sich einen VW Golf leisten kann und dann möchtest du aber 911er fahren. Und klar machen das ganz viele Leute, aber die enden immer im Desaster, finanzielles Desaster, verschuldet, ja. Und das ist genau, es sind letztendlich die banalsten, immer wiederkehrenden Fehler, die den Menschen einfach machen da draußen. Sie wollen im Hier und Jetzt, wollen sie alles haben und keine Opfer bringen auf dem Weg dahin, wo sie es noch viel besser haben könnten, beziehungsweise wenn du jetzt verzichtest,
ja, einfach deine Kinder ein bisschen weniger siehst, keinen Urlaub machst und so weiter und den Urlaub vielleicht im Campingwagen und was weiß ich, dann kannst du 2-3 Jahren mit deiner kompletten Family oder wenn du noch jünger bist, einfach mal 2-3 Jahre warten mit der Family generell. Ja, auch mal die Freundin vielleicht, die richtige Freundin finden oder einfach mal die Freundin ein bisschen nicht mehr so häufig besuchen oder einfach kürzer besuchen. Ja, der Mann kann ja auch mal kurze Besuche machen. Ja, das kann man, ja, und trotzdem nicht emotional verkümmern, ja, und sich eben aufs Geschäft konzentrieren und dann in 2-3 Jahren, und das ist eben immer wieder das gleiche Prinzip, ja, es wird erst gesät, ja, und nicht nur ein paar Tage oder Wochen, sondern einfach Monate und Jahre, um dann zu ernten, ja, du kannst nicht sagen, hey, ich möchte von auf einem Schlag ein riesiges Feld mit lauter Apfelbäumen. Du musst erstmal einen Apfelbaum pflanzen, dann musst du die Äpfel, die du erntest, wieder säen. Und dann kommt der 2. Apfelbaum, der 3., 5., 10., 20. Und dann hast du irgendwann mal, kannst du mit deiner Familie dann nicht nur eine Woche auf Mallorca, sondern kannst du eine Woche auf die Malediven fliegen. Ja? Und nicht nur irgendwie im 3-Sterne-Hotel oder 4-Sterne-Hotel, sondern im 5-Sterne-Hotel, wenn du das gerne möchtest, oder eine Villa buchen. Ja? Und wenn deine Kinder dann mal 20 sind und würden gerne in Harvard studieren, das kostet 100.000 Euro im Jahr, kannst du ihnen das auch bezahlen, ohne dass sie sich fett verschulden müssen, so wie 95% der Studenten in den USA oder weltweit. Ne? Student Loan Crisis. Ja? Und das ist halt einfach das, also wenn du da, muss ich einfach wirklich nochmal Dirk Kräuter zitieren, finde den Fehler. Ja? Du kannst einfach nicht das Leben eines Angestellten führen oder eines Beamten und das Leben eines und den Erfolg eines Unternehmers dabei erwarten. Das geht halt nicht. Ja? Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte anderen damit auch ein bisschen wachrütteln. Ich hoffe es zumindest. Und wenn du Bock hast auf mehr, einfach den Kanal abonnieren, beziehungsweise bei mir vorbeischauen in der Strategie-Session. Dann sehen wir uns im Erstgespräch. Bis dahin, ciao.